Hallo und herzlich willkommen zum 14. Teil der parapsychologischen Theorien. Im vorigen Teil hatten wir uns ja mit der Post- und Retrokognition befasst und haben uns dort einige Fallbeispiele angeschaut. Und ja, heute gehen wir weiter zu Teil 2 und versuchen anhand von bekannten wissenschaftlichen Thesen zu ergründen, ob wir in der Lage sind, eventuell das mittels Theorien zu überprüfen, beziehungsweise Theorien überhaupt erst einmal aufzustellen, mit denen sich diese Sachverhalte der Post- und Retrokognition erklären lassen. Ja, wir fangen vorne an, weil hinten weit weg ist. Wir schauen zuerst an die Theorie zum kollektiven Unterbewusstsein. Im zweiten Punkt schauen wir uns die Zeitverzerrungsthese an, die wir in die zwei Unterpunkte Gravitationseffekt und Rotationseffekt untergliedern. Und bei letzteren müssen wir uns zwei Sachverhalte anschauen, und zwar die Frage, basierend auf der Dimensions-Rotationshypothese: Was ist, wenn Großdimensionen Inertialsystem des Lichts sind? Und der zweite Fall, was, wenn sie es nicht sind? Was hätte das für Auswirkungen für die etwaigen Thesen und könnte man hier Erklärungsansätze finden? Und die höchstwahrscheinlich älteste These, die so, würde ich sagen, ein bisschen übergreifend für allen Spuk ist, ist die Reinkarnation, also mehr oder weniger Wiedergeburt, Seelenwanderung etc. Alles, was so in diese Richtung geht. Und diese drei Thesen kann man als mögliche Erklärung für Post- und Retrokognition heranziehen. Und wie schon gesagt, wir schauen uns jetzt an, wie gut oder wie praktisch die sich heute aus Sicht der Wissenschaft vielleicht messen, wie sie mit der harmonieren oder auch nicht, was Kritik ist und ob wir sie anwenden können. Deswegen, los geht's! Das kollektive Unterbewusstsein. Ja, wie schon gesagt, wir haben ja in Teil 1 schon gesehen, es gibt zahlreiche Beispiele von Fällen, wo Personen über Informationen aus der Vergangenheit verfügen, die sie unmöglich über normale Wahrnehmung, also Recherchen etc. pp., erfahren haben können. Dennoch verfügen sie halt über dieses an sich für sie unzugängliche Wissen. Das bringt uns zu der Frage: Woher haben sie dieses Wissen, diese Informationen? Und wie sind diese ihnen zugänglich? Wie kommen sie da dran und wir anderen nicht? Eine mögliche Theorie ist das Vorhandensein von einem sogenannten kollektiven Unterbewusstsein. Was heißt das? Naja, Erinnerungen und Emotionen sind Formen von Energie. Mindestens in Form von entropischer Energie, also sprich von ja, Energie, die dem Chaos entgegensteht, sage ich mal. Entropische Energie ist ja, man sagt immer, Maß des Chaos. Genau genommen ist es ja die Menge an Energie in Form von Informationen, die benötigt würden, um ein System in einen unbekannten zu einem bekannten Zustand zu versetzen. Sprich, wenn Sie hier wirklich echte Erinnerungen haben für echte Sachen, da muss irgendwo Informationen vorhanden sein und diese müssen sozusagen mindestens als entropische Energie vorliegen. Bei der Theorie wird davon ausgegangen, dass diese Art der Energie in einer omnipräsenten Gesamtheit gespeichert wird. Also wie eine Art Cloud kann man sich das am ehesten vorstellen. Nur halt nicht für Datenmengen im Sinne von EDV, sondern für Erinnerungen und Emotionen. Was, wie gesagt, da es Energie ist, theoretisch zumindest denkbar ist. Diese These ist gar nicht so abwegig, da eine informationstechnische Cloud auch im Prinzip nur eine Ansammlung von Energie ist, welche Informationen gespeichert hat, die später wieder abgerufen werden können. Auch bei der informationstechnischen Cloud muss der Uploader, also der Sender, und der Downloader, der Empfänger, nicht identisch sein und beide müssen sich weder kennen noch in Bezug zueinander stehen, so wie das halt im Prinzip auch bei der Post- und Retrokognition ist. Wir treffen in der Regel den Empfänger, der sagt: Wow, ich weiß da was, ich habe da eine Erinnerung, woher weiß ich nicht, am vorigen Leben oder weit entfernter Sache, sage ich mal. Und irgendwann muss er die haben. Das heißt, uns ist der Sender unbekannt. Das ist, wie gesagt, gar nicht so abwegig. Wir stellen uns einfach vor, wie wir es ja mit der normalen Datencloud kennen, dass jetzt das Beispiel hat, wie es normal wäre. Irgendjemand gibt mit einem PC, Laptop, Smartphone, was auch immer, die Daten ein, das Foto hier, was ich gezeigt habe, wie Dorf A in 1910 zum Beispiel ausgesehen hat. Das ist natürlich jetzt noch schematisch. Ein anderer sagt: Oh, okay, ich packe da noch was dazu, ich habe auch ein Foto von 1960. Und wir zum Beispiel sitzen jetzt hier und recherchieren, sagen wir zu einer parapsychologischen Untersuchung, wie hat sich das Dorf entwickelt, greifen also auf diese Datencloud zu und können sehen: Ah, von 1910 bis 1960 hat sich das Dorf entwickelt und so sieht es heute aus und können das abgleichen.
Das ist dasselbe Prinzip. Wir haben hier für uns zwei unbekannte Sender, es sei denn natürlich, die haben sich irgendwo mit Daten hinterlegt. Und wir sind in dem Fall Empfänger, die die Daten abgerufen haben. Mit dem Unterschied natürlich, dass ein Abruf aus einer EDV-Datencloud natürlich immer bewusst erfolgt. Das Modell des kollektiven Unterbewusstseins ersetzt hier im Prinzip PCs durch Menschen und Daten durch Erinnerungen und Emotionen, ist also gar nicht so weit hergeholt. Lediglich der Weg des Datentransfers, also Up- oder auch Download, und der Ort der Erinnerungs-Emotions-Cloud ist uns unbekannt, da dieser nur im Unterbewusstsein stattzufinden scheint und sich daher unserer Kontrolle entzieht. Das ist also der Unterschied. Die elektronische Datencloud ist etwas, wo Sender und Empfänger bewusst Daten hoch- und runterladen und deswegen willentlich Sender und Empfänger bekannt werden können. Eine Erinnerungs-Emotions-Cloud scheint unterbewusst zu erfolgen, wir kriegen es nicht mit. Wir wissen nicht, ob der Sender, weil wir wissen ja nie, woher es stammt, das bewusst oder unterbewusst macht. Aber der Empfänger, den wir dann halt kennen, der uns dann sagt, boah, ich weiß da was, ich bin mir 100% sicher, ich habe das damals schon erlebt, gesehen, wie auch immer, was wir jetzt in dem vorigen Video hatten. Der hat sich diese Information irgendwo hergeholt. Ich sage mal in Anführungszeichen aus dieser Cloud nach dieser These. Und weiß aber nicht wie. Es ist also unterbewusst gewesen. Das Prinzip, wie gesagt, ist relativ ähnlich. Mal ein Beispiel nur mit Erinnerungen, Emotionen. Irgendwann ist was passiert. Ihr seht hier jemand, sage ich mal, jemand wurde getötet, höchstwahrscheinlich. Später kommt jemand und sagt, oh okay, ich kenne ihren Grabstein, hier also ruht mein Vater. Das war halt dann höchstwahrscheinlich, sage ich mal, der Ehemann der Vorgänger logischerweise. Und das sind beides Erinnerungen, Emotionen, die dann irgendwie in Form von Energie scheinbar irgendwo gespeichert werden, wenn man vom kollektiven Unterbewusstsein ausgeht. Und irgendwann kommt der, den wir dann in den letzten Videos gesehen haben, der Empfänger. Der ist dann zum Beispiel an den Ort und sagt, ich spüre, dass hier einst jemand ermordet wurde. So zum Beispiel auch manche Medien, Croisset ist immer hier mein Lieblingsbeispiel, die irgendwie diese ganzen Sachen dann empfangen haben. Es scheint also, irgendwie ist Erinnerung oder Emotion gespeichert worden und kann später, wenn auch unbewusst, wieder abgerufen werden. Manchmal sind da Trigger notwendig, wie vor Ort sein, eine entsprechende Person oder so weiter kennen. Und ja, macht uns das wieder zugänglich, was an sich irgendwo sonst verloren wäre. Befragt man Betroffene wie Medien, woher sie diese Gabe haben oder wie sie das machen, können sie das normalerweise nicht beschreiben. Standardaussage ist, es passiert einfach oder ich sehe die Dinge plötzlich. Das sind halt die Aussagen, die man immer wieder hört. Es ist halt einfach da, sie wissen nicht, wie es funktioniert. Was man ihnen auch nicht vorwerfen kann, wie gesagt. 95%, mittlerweile vermuten Experten deutlich mehr, sogar 98-99% sind die neuesten Schätzungen, behaupten, diese läuft im Unterbewusstsein ab. Wenn wir überlegen, wird das höchstwahrscheinlich stimmen. Ich zum Beispiel rede jetzt gerade, ich muss mich weder aufs Atmen konzentrieren, noch muss ich genau meine Muskeln mir vorstellen, wie sie sich bewegen müssen, damit meine Stimmbänder entsprechend vibrieren und, ja, ich sag mal, aus einer Kombination aus Luft und Vibration einen Ton machen. Das muss ich alles nicht. Das macht alles mein Unterbewusstsein. Das nimmt mir unglaublich viel Rechenleistung ab. Und anscheinend gibt es auch noch andere unterbewusste Prozesse, die wir noch gar nicht verstehen. Oftmals wird, wie schon gesagt, emotionaler Trigger, eine Art Zugangscode benötigt. Das ist oftmals halt ein Gegenstand, siehe vorige Vorlesung der Karottenkuchen, eine Person oder das Betreten eines Ortes aus der Vergangenheit, hatte ich ja schon beim Beispiel gerade gezeigt. Damit kommen wir zu zweitens der Zeitverzerrungsthese, mit der werden wir uns heute auch am längsten beschäftigen, weil sie halt auch, ich sage mal, mit die komplizierteste ist. Wichtiger Hinweis: Da Inertialsysteme hier eine wichtige Rolle spielen, ist es ratsam, sich, falls das noch nicht passiert ist, das Video Physikalische Grundlagen 2 Parapsychologische Theorie 6 anzusehen. Auch sind Kenntnisse der Dimensionsrotationshypothese, die finden wir in der Evanescence Verschwinden Teil 1 inklusive der Dimensionsrotationshypothese, das ist das Video 9 in der Theorie, hilfreich, weil wir darauf aufbauend das jetzt benötigen. Ich hatte damals schon angekündigt und gesagt, wir gehen die Videos in der Reihenfolge ab. Ja, ich sag mal, von den Grundlagen über das Allgemeine und werden immer spezifischer und brauchen deswegen immer wieder mal ein paar alte Sachen. Wer die noch nicht gesehen hat, wäre ratsam, das nachzuholen. Ansonsten, ja, sag ich mal so, besteht die Gefahr, dass hier Missverständnis passiert oder vielleicht es nicht verstanden wird.
die steigt dann natürlich. Es sei denn natürlich, man selbst hat genug Kenntnisse in dem Bereich, dann wird man das natürlich auch so verstehen. Nur so als Tipp. Okay, fangen wir an. Die Zeitverzerrungsthese ist eine selbstformulierte These, also sprich aus unserem Hause, bei welcher vorausgesetzt wird, dass andere Dimensionen existieren. Basierend darauf ist anzunehmen, dass Zeit in solchen anders funktioniert als wie in unserer Großdimension. Kleiner Schwenk, Dimensionsrotationshypothese, wo gesagt wird, mehrere dimensionale Ebenen können Großdimensionen bilden, also sprich, wir mit unseren drei Räumen ist eine Großdimension. Die Zeit, das ist die Frage, ist sie Teil der Großdimension oder erstreckt sich über dieser, kommen wir später zu. Aber das ist wichtig zu wissen, quasi wie Paralleluniversen, sage ich mal, nur halt nicht auf denselben Raum beschränkt. Der Gravitationseffekt. Die Lichtgeschwindigkeit gilt als Konstante mit einer Geschwindigkeit von rund 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, umso genauer wir sind, umso besser kommen die Ergebnisse. Aber ich will es nicht zu verkomplizieren. Es wird gleich kompliziert genug. Lassen wir es bei 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist natürlich irre schnell. Und wenn die Geschwindigkeit konstant ist, und das gilt bei der Lichtgeschwindigkeit, aber der Raum, also der Weg, veränderlich, dann ist die Lichtgeschwindigkeit automatisch auch eine Determinante der Zeit. Ändert sich der Raum, also der Weg, dann ändert sich auch die Zeit. Masse krümmt den Raum und verlängert damit den Weg, welchen Licht benötigt, um eine ansonsten gerade Strecke zurückzulegen. Es gilt, Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit, wobei v konstant mit c, das ist das Formelzeichen der Lichtgeschwindigkeit, von 300.000 km pro Sekunde ist. Das heißt, V ist gleich C gleich 300.000 Kilometer pro Sekunde ist gleich S durch T. Das wäre die Formel mal, sage ich jetzt mal, dargestellt. Beispiel. Das Licht braucht 10 Lichtjahre. Von der Strecke von Planet A zu Planet B angenommen. Rechnen wir mal 365 Tage, sind wir bei 3.650 Lichttagen. Mal 24 Stunden sind wir bei 87.600 Lichtstunden, mal 60 Minuten sind 5.256.000 Lichtminuten, mal 60 Sekunden sind 315.360.000 Lichtsekunden. Also das ist der Weg, den das Licht in einer Sekunde zurücklegt, mal 315.360.000. So, rechnen wir jetzt mal 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also die Lichtgeschwindigkeit sind 94 Billionen 608 Milliarden Kilometer, um von Planet A nach B zu kommen. Flankieren jedoch andere Himmelsobjekte, hier in dem Fall Planet C und D, den Weg, so krümmen diese den Raum, weil sie halt eine Gravitation haben und die Raumzeit krümmen, sie sozusagen durch die Schwerkraft anziehen. Das Licht muss dann diesen Umweg in Kauf nehmen. Es bewegt sich halt nicht mehr geradlinig, sondern C zieht das Licht jetzt erstmal sozusagen nach unten vom Strahl, es beugt sich und D zieht es dann wieder nach oben. Und als Beispiel soll sich hier die Strecke erhöhen, plus 20% heißt plus 2 Lichtjahre sind 12 Lichtjahre. In anderen Großdimensionen kann es sein, dass Materie dichter ist. Da mehr Räume bereits bei einer Großdimension die vier Dimensionen umspannt, gibt es achtmal so viele 3D-Räume, also Würfel in Anführungszeichen, plus eine umspannende 4D-Umgebung, für die wir noch keine Bezeichnung besitzen, in der sich halt Materie und Raum verbreiten kann. Der Ansatz sieht wie folgt aus. Um von einer Fläche als von einem Quadrat zu einem Körper zu kommen, ein Würfel, geht natürlich auch für alle anderen Objekte, aber hier ist die Rechnung einfacher. Muss die Fläche von der zweiten Dimension zu der dritten projiziert und die Eckpunkte miteinander verbunden werden. Das sehen wir hier. Das weiße ist unser Quadrat. Orange ist hier die Projektionsebene. An der kopieren wir es, in dem Fall nach oben rechts sozusagen. Gelb ist hier die Projektion und lila sind die Verbindungslinien. Und so haben wir aus einem 2D-Objekt ein 3D-Objekt gemacht. Das ist natürlich jetzt erstmal simpel. Ihr sagt euch sicher, warum erklärt uns das, wie ein Würfel aussieht und Quadrat, das wissen wir. Ja, weil wir gleich den Sprung in die höhere Ebene machen und da gilt dasselbe Prinzip. Es sieht noch ein bisschen komplizierter aus und hier sieht man aber auch, jetzt die Frage wäre, wie viele
Volumina der Fläche besitzt der Würfel. Diese Antwort kann man nicht geben nach unserem mathematischen System, weil bei uns ein zweites Objekt kein Volumen besitzt. Das ist nämlich dann halt die spannende Frage. Das sehen wir gleich, wenn wir zur vierten Ebene springen. Da kommen nämlich ähnliche Fragen wie diese 4D-Umgebung, wo zu bemessen wäre. Konklusion. Um von der dritten auf die vierte Dimensionsebene zu kommen, also vom Würfel zum Tesserakt, muss nun genau dasselbe gemacht werden, nur dass die Projektionsebene nun zur vierten Dimension führt. So, das ist unser Würfel, den wir gerade gezeichnet haben. Das ist unsere Basis, wie das Quadrat für den Würfel die Basis ist. Würfel 2 ist der in die vierte Dimension projizierte Würfel. Zur besseren Darstellung hier mit Abstand projiziert, damit sich später Würfel 3 bis 8 besser darstellen lassen. In Tatsache ist es mehr verschachtelt, sodass die Würfel alle dasselbe Volumen und dieselbe Kantenlänge haben. Ist wie gesagt nur zur Darstellungszwecke. Und der Würfel in der vierten Dimension, der ist für uns unsichtbar. Wir können nur die ersten drei Räume, also erste, zweite, dritte Dimension wahrnehmen. Und der vierte Würfel sozusagen ragt in eine andere Dimension. Das ist der Ort, wo eventuell die offenen Strings hinführen. Beziehungsweise auch selbst dort werden auch geschlossene Strings existieren. Und ist quasi eine Brain. Also ist ein quantenphysischer, theoretischer Begriff. Brain ist so ähnlich wie eine andere Dimensionsebene einfach. Wir wissen nicht, wie viel die ist. Es kann sein, dass die ersten drei Dimensionen getrennt sind und dann kommen nochmal drei Dimensionen, also 4, 5, 6 bilden eine zweite große Dimension. Kann aber auch sein, dass halt wie möglich hier eine oder die Dimensionen quasi aufeinander gesetzt sind, aber unsere Wahrnehmung einfach nicht reicht, bis in die nächste zu ragen. So, das ist halt wie gesagt die Darstellung hier. Links der Würfel in unseren Raum und der in die vierte Dimension projizierte zweite Würfel. Nein, die Frage ist nicht, wenn der eine Würfel drei Dimensionen einnimmt, müsste der zweite nicht auch in der anderen drei einnehmen? Nein, weil diese höhere Dimension im Prinzip Vielfaches, aber uns unbekannte Vielfaches an Raum in unserer drei bekannten Dimensionen schon alleine bieten muss, weil es eine höhere Ebene ist. Das ist wie halt von Fläche zu Würfel. Ein Würfel besteht quasi aus unendlich vielen Flächen. Genauso ähnlich ist das. Der Tesserakt besteht theoretisch, wenn wir so wollen, aus unendlich vielen Würfeln, wenn wir so wollten, die vierte Ebene davon, die für uns nicht messbar ist. So, projizieren wir es einfach, sprich verbinden alle Ecken miteinander. Dann haben wir hier den Tesserakt. Wie gesagt, der ist jetzt langgestreckt. Normalerweise wäre der gestaucht, nur dann erkennen wir auf dem Bild einfach nichts mehr. So, das sind die Würfel 3 bis 8. Und die Summe entspricht nun dem Tesserakt. Er besteht halt aus einem Würfel, der sich in der Großdimension befindet, in unserer oder der ersten, der Ursprungswürfel ist das sozusagen, ein, der sich nur in der vierten Dimension befindet, den Projektionswürfel, so die sechs weiteren Würfel, welches von der dritten in die vierte Dimension übergehen, sogenannte Übergangswürfel hier in dem Fall. Das sind die sechs hier abgebildet. Ihr seht halt, zwar jetzt in schwarz dargestellt, links und rechts jeweils unsere beiden Würfel und wenn man dann die Eckpunkte verbindet, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick wie eine Fläche aussieht, wie gesagt, wir können in vierten Dimensionen einen Raum nicht darstellen, deswegen ist es nur behelfsweise und es sieht auch aus wie Quader, weil sie langgestreckt sind, aber wenn man die halt, wie ich richtig gesagt habe, zusammenstauchen würde, dann hätte man hier noch sechs grüne Würfel und diese beginnen halt in der Großdimension und ziehen sich bis in den vierten dimensionalen Raum rein und könnten im Prinzip durch Strings etc. pp. Zusammengehalten werden. Gut, zurück zu unseren Planeten. Wir hatten ja gesagt, in einer anderen Großdimension könnte es sein, schon allein weil sie über mehr Ebene verfügt, das war jetzt ja der Umweg sozusagen, dass mehr Platz für Materie und für höhere Dichte ist. Und ist mehr Materie vorhanden, aber dichter gepackt, so erhöht sich auch die Gravitation. Der Raum wird hier dann mehr gekrümmt und das Licht muss einen noch größeren Umweg, hier im Beispiel geschätzt 30%, also plus 3 Lichtjahre, in Kauf nehmen. Daraus folgt, braucht das Licht bei konstanter Geschwindigkeit mehr Zeit für dieselbe Strecke, weil der Weg länger ist durch den Umweg, dann vergeht die Zeit nahe eines Gravitationsfeldes wie ein Planet langsamer. Das ist auch bekannt.
Das heißt, Großdimensionen variieren untereinander in Materie und Dichte und somit auch in der Geschwindigkeit, in der Zeit in diesen vergeht. Wenn in einer beliebigen Großdimension B die Zeit nur um 0,00000001%, also 7 Nullen, dann 1 hinten dran Prozent, langsamer vergeht als in unserer Großdimension A, die wir als Realität wahrnehmen, so hängt Dimension B um 140 Jahre hinterher, also ist aus unserer Sicht gesehen 140 Jahre jünger. Dies wäre das Phänomen der gravitatorischen Zeitverzerrung. Wir schreiben heute das Jahr 2024, dort wäre es jedoch erst 1884. Das wäre die Sache, oh okay, deswegen, wenn dann Übertritte passieren, kann man halt sehen, wie es zu einer anderen Zeit eventuell aussah und hat Zugang zu diesen Informationen. Wie kam ich auf diese Zahl? Ich habe es ja irgendwie berechnet. Also ich habe gesagt, das Alter des Universums sind rund 14 Milliarden Jahre. Ja, manche werden sagen, Moment, 13,6 hatte ich damals in der Schule gelernt, das wurde dann auf 13,7 und nach neuesten Messungen 13,881 berechnet. Das sind aber Schätzungen. Die Zahl wird, umso länger wir warten, immer älter und wir werden, behaupte ich mal, spätestens 2030 bei 14 Milliarden Jahren liegen. Es gibt mittlerweile auch Berechnungen, die fast aufs Doppelte kommen, also über 27 Milliarden Jahre. Was richtig ist, kann ich tatsächlich natürlich nicht sagen. Da muss ich den Kollegen vertrauen. Aber ich nehme jetzt 14 Milliarden Jahre, weil ich glaube, dass von den gängigen Modellen wir mindestens auf diesen Zeitalter kommen werden. Ihr werdet aber sehen, es macht nur einen geringfügigen Unterschied. Also, da sind ein paar, ja, nicht mal Jahre dazwischen, die dann einen Unterschied machen. Wir reden davon Stunden, glaube ich. Und wir haben den Zeitverzerrungsfaktor ja angenommen, ich habe gesagt, wenn es nur so hoch wäre, also 0,701%. Die Rechnung dahinter ist dann relativ einfach. Die Korrektur der Zeitverzerrung, Delta T, muss ja T mal Z sein, also sozusagen unsere Zeit mal den Zeitverzerrungsfaktor. Das wäre also 14 Milliarden Jahre mal 0,701%. Und damit bin ich bei den 140 Jahren. Wenn Großdimensionen sich durch Rotation zeitweise überschneiden, wie in der Dimensionsrotationshypothese vermutet, und in diesen Zeit verschieden vergeht, so ist es möglich, Informationen aus der Vergangenheit oder der Zukunft zu erhalten, je nachdem, wo wir uns im Verhältnis relativ zu der anderen Großdimension befinden und natürlich auch im Verhältnis davon, wie viele es gibt. Das wäre eine Erklärung auf wissenschaftliche Weise für die ausländische Wahrnehmung und hier speziell vorgestellt für die Präkognition, aber es geht wie gesagt ja auch in alle anderen Richtungen. Der Rotationseffekt. Das ist sozusagen der zweite Hebel, wo wir quantenphysisch, ja ich sag mal, reingrätschen können. Legen wir die Dimensionsrotationshypothese, kurz DHR, ne, Video, ich weise nochmal hin, Evanescentie verschwinden Teil 1, das ist das neunte Theorievideo, zugrunde dann gilt, Großdimensionen rotieren um einen zentralen Punkt. Das hatte ich so postuliert mit den Gedanken, im Universum ist nichts starr, alles rotiert, Elektronen um den Atomkern, Planeten um das Sonnensystem, die Sonnensysteme wiederum um die Galaxiezentrum und so weiter und so weiter. Und das wird höchstwahrscheinlich dann auch für Großdimensionen gelten. Die Rotation wird um einen zentralen Punkt stattfinden, wie bei einem Sonnensystem Planeten um einen Stern kreisen. Und umso geringer der Abstand zwischen Zentrum und Rotationsbahn der Großdimension ist, desto höher wird die Rotationsgeschwindigkeit sein. Wie komme ich da drauf? Praxis. Es ist halt normalerweise immer so gewesen und die Effekte von dem, was auch immer die Kraft ist, die es ins Zentrum hält, nimmt halt zu, je näher man kommt und die Effekte werden halt umso stärker. Dies kann einen Effekt auf die Zeit haben, je nachdem, ob Großdimensionen Inertialsystem des Lichts sind oder nicht. Um den Effekt von Rotation der Großdimension auf das Licht und damit die Zeit zu verstehen, ist es notwendig, die Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie zu verstehen. Eine genaue Zeitmessung erfolgt über Lichtohren. Ich zeige euch mal das Video, den kurzen Ausschnitt von Leifi-Physik. Die haben das nämlich, finde ich, relativ schön dargestellt und ich könnte es auch nicht besser machen. Und deswegen schneide ich euch das mal kurz hier rein.
Bei einer Lichtuhr wird ein Lichtimpuls, das ist der gelbe Punkt, den wir gerade auf und ab gehen gesehen haben, sozusagen gestartet, der zwischen zwei Spiegeln, das sind die blauen dargestellten Strukturen, immer wieder hin und her reflektiert wird, wobei jede Strecke zwischen diesen eine Zeit in Abhängigkeit von der Länge der Strecke entspricht. Denn wir wissen, wie schnell Licht ist. Wir kennen die Strecke innerhalb unserer Zeituhr, also der Weg, den das Licht dorthin und zurücklegen muss zwischen den Spiegeln, und können daher sowohl halt die Strecke ablesen, als auch die Zeit ausrechnen. Die Anzahl der Reflexionen gibt somit an, wie viel Zeit vergangen ist. Ihr habt gesehen, hier bei der Lichtuhr waren es halt 5 Nanosekunden für eine Strecke. Befindet sich der Betrachter und die Lichtuhr im selben Inertialsystem, also Astronaut im Raumschiff mit Lichtuhr an Bord zum Beispiel, so bewegt sich der Lichtimpuls immer genau von oben nach unten. Findet sich der Betrachter jedoch in einem anderen und vergleichsweise ruhenden Inertialsystem als die betrachtete Lichtuhr, also zum Beispiel ein Mensch, der das Raumschiff von der Erde aus beobachtet, so bewegt sich aus Sicht des Betrachters der Lichtimpuls im Raumschiff nicht mehr in einer Gerade von oben nach unten, sondern Zickzackbewegung. Auch hierfür gibt es ein Video, was ich nicht besser machen könnte und ich euch deswegen kurz mal reinschneide von Lifey Physik. So, wie man gesehen hat, für den Astronauten ging der Lichtimpuls hoch und runter, für den Betrachter von der Erde hat sich so eine Art Dreieck bewegt, also so ein Zickzack. Wenn man es verbindet, die Enden, hat man ein Dreieck, das wird natürlich immer weiter so gehen. Und das heißt, aus Sicht des Betrachters hat das Licht eigentlich die zwei Diagonalen zurückgelegt und nicht eine senkrechte. Bildet, wenn man hier das einzeichnet, seht ihr ja, kann man ein rechtwinkliges Dreieck draus bilden. Wenn man die Höhe einzeichnet, ist es immer so. Das führt dann zur Delta-T-Berechnung. Das aber nur am Rand, das müsst ihr jetzt nicht bis Ende verstehen. Was klar sein soll oder ersichtlich sein soll, ist natürlich, dass die gerade Strecke von oben nach unten kürzer sein muss als diese zwei Diagonalen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer hat denn jetzt hier recht? In Anführungszeichen. Für den einen ist das Licht einmal hoch und runter gegangen, für den anderen ging es eine Diagonale hoch und eine Diagonale runter, hat also einen längeren Weg zurückgelegt. Das ist ja das Phänomen der Zeitdilatation bzw. der speziellen Relativitätstheorie. Und ja, davon ausgehend, das Licht legt also vom Betrachter auf der Erde einen längeren Weg zurück aus dessen Sicht. Und da die Lichtgeschwindigkeit jedoch konstant ist, aber der Weg ja länger wird aus seiner Sicht, so muss automatisch die dafür benötigte Zeit auch länger werden. Ist ganz klar. Wenn ich bei selber Geschwindigkeit mehr Strecke zurücklege, brauche ich dafür zwingend mehr Zeit. Anders geht's nicht. Das bedeutet, im bewegten System vergeht die Zeit langsamer als im ruhenden System. Das ist die Zeitdilatation. Vom ruhenden Betrachter aus ist ein bewegtes System oder vergeht in einem bewegten System die Zeit immer langsamer. Und jetzt kommt man zu einer spannenden Frage. Was ist denn das bewegte System? Ich meine, hier in dem Beispiel sieht es erstmal klar aus, ne? Aus Sicht des Astronauten würde der Lichtimpuls einer Lichtuhr auf der Erde ja auch aber eine Zickzackbewegung ausführen, während von der Person auf der Erde dieser Lichtimpuls als vertikal von oben nach unten betrachtet werden würde. Ist es also theoretisch ja erstmal relativ, oder? Wenn er nämlich von oben schaut, dann geht seine Lichtuhr hoch und runter, aber hätte der Mensch unten auf der Erde eine Lichtuhr, während der Astronaut mit seinem Raumschiff vorbeifliegt, dann hätte er auch aus seiner Sicht das Licht auch eine Zickzackbewegung gemacht. Da ist also die Frage, ist Zeit also relativ vom Betrachter und daher der Name Relativitätstheorie? Und hier kam das Zwillingsparadoxon ins Spiel. Das ist sehr spannend. Folgender Sachverhalt. Zwei Zwillingsbrüder A und B
wollen mit einer Rakete, die 60% der Lichtgeschwindigkeit hat, zum Mars und zurück fliegen, doch nur A darf fliegen, während B zurückbleibt. B sagt, da du dich in einem bewegten System befindest, vergeht für dich die Zeit langsamer als für mich. Wenn du zurückkehrst, wirst du weniger gealtert und mein jüngerer Bruder sein. A sagt, das ist deine Ansicht der Dinge. Aus meiner Sicht entfernst du dich mit der Erde immer mehr und bist daher das bewegte System für mich. Es wird also so sein, dass die Zeit für dich langsamer vergeht und du hinterher jünger sein wirst als ich. Die Mutter, die die Diskussion mit angehört hat, entgegnet, das ist doch alles relativ und nur theoretischer Unsinn. Ihr werdet auch nach der Wiederkehr von A beide gleich alt sein. Und jetzt denkt mal an der Stelle kurz nach, pausiert mal das Video und stellt euch folgende Frage. Wer von den drei Positionen hat recht? Wer glaubt, er hat recht? Denkt mal kurz drüber nach, vielleicht habt ihr ja die richtige Lösung. Ich mache natürlich jetzt hier das Video weiter und ihr, wenn ihr meint, ihr habt euch das durchdacht, lasst es auch weiterlaufen. Ich springe natürlich jetzt zur Lösung. A hat recht. Er wird langsamer altern als sein Bruder und natürlich auch allen anderen Bewohnern auf der Erde. Warum? Naja, zwar ist B sein Argument nachvollziehbar und der Grunde nach richtig, da grundsätzlich die Interpretation vom Betrachter abhängt, aber tatsächlich muss die Rakete und damit A, der sich in dieser befindet, und da er Teil des Inertialsystems Rakete ist, das bewegte System sein. Denn die Rakete muss erst einmal Energie aufwenden, der Raketenstart, um das Inertialsystem Erde zu verlassen. Und auch bei der Rückkehr wird sie Energie verwenden müssen, erstmal um umzudrehen natürlich und dann nochmal um zu bremsen, damit sie nicht hier auf der Erde zerschellt. Das heißt, A tritt also durch Energieaufwand von einem Inertialsystem der Erde in ein anderes Rakete über und hat sich tatsächlich bewegt, weil es war ein Übergang zwischen zwei verschiedenen Inertialsystemen. B samt Mutter und allen Erdbewohnern hingegen verbleibt im originären Inertialsystem der Erde und sind damit ein unbewegtes Inertialsystem. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark ist denn der Effekt der Zeitdilatation und damit der Zeitverzerrung, die wir hier als kühne These aufstehen wollen? Über den Lorentz-Faktor kommt man zu folgender Formel, um die Zeitverzerrung zu berechnen, wobei t die Zeit im ruhenden System und t die Zeit im bewegten System ist. Das ist erstmal so die Formel der Zeitdilatation. Hier gilt, Delta t ist Delta t', also das sind die zwei Systeme, geteilt durch die Wurzel von 1 minus in Klammern v Geschwindigkeit geteilt durch c Lichtgeschwindigkeit, Klammer zu, zum Quadrat. Nehmen wir an, Bruder A hat laut seiner Lichtuhr aus dem Raumschiff für Hin- und Rückreise 4 Jahre, das heißt Delta t' sind 4a, a ist das Formelzeichen für Jahr, gebraucht und laut Aufgabe war er mit 60%iger bzw. 0,6-facher Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das heißt, v ist gleich 0,6c, das darf man so angeben. Man muss nicht die relativtechnischen Geschwindigkeiten nehmen, weil c als Variable gilt, kann man die dann auch rauskürzen. Seht ihr gleich. Setzen wir das in unsere Form für die Zeitdilatation ein, erhalten wir Delta t ist 4a geteilt durch die Wurzel von 1 minus in Klammern 0,6c durch c, Klammer zu, zum Quadrat. Das c kürzt sich wie gesagt raus. Und es verbleibt, Delta t ist 4a durch die Wurzel von 1 minus 0,6 zum Quadrat. Muss man hier auch nicht mehr in Klammern schreiben, habe ich jetzt aber mal so gelassen, weil ich die nicht weggestrichen habe, damit es nicht zu verwirrend wird. So, jetzt machen wir die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Mathematik. Zuerst tun wir die Potenz auflösen. Das heißt, 0,6 zum Quadrat wird zu 0,36, es verbleibt, Delta t ist 4a durch die Wurzel von 1 minus 0,36. Wir dürfen keine Wurzel auflösen, in der noch Plus-Minus-Operationen sind. Also lösen wir erstmal den Schritt, dass wir 1 minus 0,36 rechnen und kommen auf Delta t ist 4a durch die Wurzel von 0,64. Natürlich habe ich die Zeit jetzt passend gewählt. Die Wurzel ist immer die Umkehrung von Quadrat. Das heißt, wir könnten jetzt fragen, welche Zahl muss man mit sich selbst multiplizieren, um auf 0,64 zu kommen? Das ist dann 0,8, denn 8 mal 8 ist 64. Und durch 2 mal 10 sozusagen kommen wir dann auf 0,64. Das heißt, nach Auflösung der Wurzel verbleibt Delta t ist 4a durch 0,8.
Ja, das lässt sich jetzt sehr leicht ausrechnen. 4 durch 0,8. Delta T sind 5a, also 5 Jahre. Das bedeutet, für A im Raumschiff sind zwar 4 Jahre, für B auf der Erde hingegen 5 Jahre vergangen. Aus Sicht von A also 25% oder aus Sicht von B minus 20% Zeit vergangen. Das bedeutet, Zeitdilatation wird umso wichtiger, je weiter man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert. Bei niedrigen Geschwindigkeiten vernachlässigbar. Das ist halt bedingt auf die Formel, wie die hier dargestellt ist. Ich sage mal so, alles, was unter 0,2 c ist, also nur 0,2-fache Lichtgeschwindigkeit, hat sehr geringe Auswirkungen. Damit kommen wir zum ersten Sachverhalt. Was ist, wenn Großdimensionen Inertialsysteme des Lichts sind? Wenn Licht Teil eines Inertialsystems Großdimensionen ist, dann verhält es sich ähnlich wie im gerade betrachteten Beispiel mit den Brüdern. Daher habe ich das Zwillingsparadoxon gebracht. Großdimension Blau sei nahe des Rotationspunktes und rotiert somit schneller als Großdimension Rot. Rot ist somit ein quasi ruhendes Inertialsystem im Vergleich zum bewegten Inertialsystem Blau. Aus Sicht jeder Großdimension bewegt sich das Licht linear vertikal. Das jetzt einfach mal so hinnehmen, das ist nur für die Darstellungssache. Natürlich bewegt sich das Licht in absolut seltsamen Richtungen und Bahnen, aber so können wir es zumindest verstehen. Rechnerisch macht es keinen Unterschied, das ist jetzt wirklich nur zum Verständnis. Aber da die Großdimensionen verschieden schnell rotieren, wird das für einen Betrachter aus Blau zu Rot oder umgekehrt so sein, dass sich das Licht in der jeweils anderen Großdimension zickzackartig bewegt, da es als Teil des Inertialsystems mit rotieren würde, wie die Lichtuhren der Rakete und der Betrachter von der Erde aus das auch ja so gesehen haben. Selbe Sache, nur ja, wird wirklich in größerer Dimension betrachtet. Aus Sicht von Rot würde das Licht im Blau einen weiteren Weg zurücklegen und somit mehr Zeit brauchen. Das heißt, Zeitdilatation würde eintreten. Somit würde die Zeit in verschiedenen Dimensionen verschieden schnell vergehen, je nach der Rotationsgeschwindigkeit. Wie gerade bei einem Zwillingsparadoxon berechnet, würde bei einem Unterschied von 0,6 c Rotationsgeschwindigkeit die Zeit 20% langsamer oder 25% schneller vergehen, je nachdem, in welcher Großdimension man sich gerade befindet. Das bedeutet, treten Ereignisse in verschiedenen Großdimensionen mit ähnlichen Wahrscheinlichkeiten jedoch zu anderen Zeitpunkten ein, so würden sich Großdimensionen ähneln, jedoch immer einen anderen Zeitpunkt als die eigene aufweisen und wären ein vergangenes oder zukünftiges Abbild mit Variation. Beispiel oder anders ausgedrückt, bewegen wir uns langsamer als eine andere Großdimension, dann würde aus unserer Sicht in der anderen Großdimension weniger Zeit als bei uns vergangen sein. Bei uns wäre also mehr Zeit vergangen, die andere würde halt sozusagen hinterherhängen. Und wäre so aus unserer Sicht unsere Vergangenheit oder nicht unsere, aber eine Vergangenheit, die ähnlich ist, aber eventuell variiert, also wo es kleine Unterschiede gibt. Das wäre auch eine Erklärung für Post- und Retrokognition. Rechnen wir mal eine Runde. Wie viel schneller müsste sich eine Großdimension im Vergleich zu einer anderen bewegen, damit der Zeitunterschied 100 Jahre, das heißt Delta T' gleich 100a, seit Beginn der Zeit rund 14 Milliarden Jahre beträgt. Ja, wir nehmen unsere Formel für die Zeitdilatation, die wir hier zugrunde legen können, setzen da das noch nicht ein, sondern müssen erstmal ein bisschen umstellen, ist einfacher, man kann aber direkt einsetzen, wie es lieber ist, und kommen auf V ist plus minus c, also Lichtgeschwindigkeit, mal die Wurzel von 1 minus in Klammern Delta T' durch Delta T, Klammer zu, zum Quadrat. Jetzt setze ich das ein. Wie gesagt, ihr hättet das auch vorher machen können, müsst aber natürlich nicht mitrechnen. Wir kommen also auf V ist gleich plus minus 300.000 Kilometer pro Sekunde mal die Wurzel von 1 minus in Klammern 100 a geteilt durch 14 Milliarden Klammer zu a zum Quadrat. Das heißt plus minus 300.000 Kilometer pro Sekunde mal die Wurzel von 1 minus 0, dann kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nullen, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 zum Quadrat. Ja, lösen wir das Quadrat auf, kommen wir auf plus minus 300.000 Kilometer
pro Sekunde mal die Wurzel von 1 minus 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Nullen, 5, 1, 0, 2. Ja, ziehen wir 1 minus das ab, kommen wir halt auf eine Zahl nahe 1, und zwar 0,99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 
Es ist so. Es gab auch mal ein tolles Experiment und leider, leider, ich weiß, ich hatte das damals in der Stadtbibliothek meiner Geburtsstadt gefunden. Da gab es zu der Zeit doch noch kein Kopierer oder so. Ich habe damals auch noch nicht so akribisch gearbeitet. Ich finde es schade, ich finde es leider nirgendwo wieder. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo es war. Da war ein Prozess beschrieben von einem Experiment. Und da hat jemand elektromagnetische Felder und Thermalfelder von kürzlich Verstorbenen gemessen. Also wirklich kürzlich, waren nur Minuten, Stunden vergangen. Und da gab es Fotos, die auch gemacht wurden, wie der, ja, also sagen wir, wie gemessen werden konnte, dass sich eine thermale und elektromagnetische Hülle sozusagen vom Leichnam befreit und irgendwo nach oben bis halt durch die Decke diffundiert. Leider, leider habe ich das nicht in meinen Akten und finde es auch nicht wieder. Sehr, sehr schade. Das wäre eigentlich eine tolle Sache für diese ganze Geschichte, aber ich weiß leider auch nicht mehr, was war und kann es euch da leider auch nicht zeigen und nur berichten, was ich mal gelesen habe. Es folgen jetzt die verschiedenen Variationen der These, die jedoch alle mit dem Wiedereintritt des Astralkörpers in die fleischliche Hülle enden. Das sind, wie gesagt, nur die wissenschaftlichen Grundthesen. Ich lasse jetzt zum Beispiel sowas wie Himmel und Hölle oder die verschiedenen buddhistischen Ebenen und auch der Austritt aus dem Wiedergeburtskreis, das lasse ich alles in dem Sinne weg, weil das für die Post- und Retrokognition in dem Sinne nicht hilfreich wäre, weil würde das immer zutreffen, diese Fälle, dann dürfte es nach der Ansicht keine Post- und Retrokognition geben und wäre damit auch gar kein Bestandteil dieser Vorlesung. Deswegen nehme ich nur die klassischen, die für Post- und Retrokognition sprechen würden. Dann erstmal die direkte Reinkarnation. Das heißt, nach Tod wandert der Astralkörper direkt in die neue Hülle. Wir haben also hier den Menschen, der aus Fleisch, Knochen, Blut etc. und den Astralkörper besteht und irgendwann ist die Zeit von jemandem abgelaufen. Wir tragen den Körper zur Erde oder verbrennen ihn oder seebestatten, was auch immer. Und der Astralkörper als Energieform wird wieder frei und reinkarniert in einen anderen Körper, also normalerweise, idealerweise in den Neugeborenen. Und das schließt den Kreislauf und wir können wieder von vorne anfangen. Die indirekte Reinkarnation, beziehungsweise die Reinkarnation über die Astralebene ist ein bisschen komplizierter. Heißt, nach Tod wandert der Astralkörper zunächst auf eine Zwischenebene. In dieser sind die ungebundenen Seelen gelagert und kehren von da an in neue Hüllen ein. Diese Astralebene, die gibt es verschiedene Varianten. Manche meinen, da kommen auch die Geister her, manche meinen, das sind Dämonen, andere meinen, das ist eine Mischung zwischen Himmel und Hölle in verschiedenen Etagen in dem Sinne. Da gibt es sehr, sehr viele Vorstellungen, sage ich mal. Es gibt auch eine sehr spannende, die sagt, auf der Astralebene, auch manchmal Anderswelt genannt, haben Sprachen keine Bedeutung mehr. Also so nach dem Motto, die Seele spricht jede Sprache und deswegen können Geister in dem Sinne auch jede Sprache verstehen und auf jede antworten. Der Praxis konnte das noch nicht bewiesen werden, sage ich mal. Also auch nicht bewiesen nur im wissenschaftlichen Sinne, sondern selbst nach parapsychologischen Maßstäben, weil meistens antworten Geister, ja, ich sag mal, in der Sprache, in der man vermutet, dass sie verstorben sind. Es ist aber nicht 100% sicher. Der Anfang ist natürlich gleich. Wir haben hier einen Menschen, beseelt von einem Astralkörper, der verstirbt und der Astralkörper wird frei. Und statt direkt zu reinkarnieren, kommt er jetzt erstmal auf diese Zwischenebene, wo er eine gewisse Zeit, wie viel können wir natürlich jetzt nicht sagen, verbleibt. Und nach einer Zeit, wenn eine neue Hülle, also ein neuer geborener Mensch in dem Sinne, wird höchstwahrscheinlich aber auch für alle höheren Wesen gelten, frei wird, reinkarniert dieser Astralkörper wieder in den Menschen hinein. Damit wäre Reinkarnation eine gute Erklärung dafür, woher Menschen Erinnerungen an Dinge haben, die vor ihrem jetzigen Leben stattgefunden haben, weil sie als Information, als Emotion, als Erinnerung im Astralkörper gespeichert sind, der sie nun beseelt. Das heißt, die Astralkörper wären quasi in einem, ich sag mal, ewigen Kreislauf und würden immer weiter Informationen und Erinnerungen ansammeln, die den potenziellen neuen Hüllen dann zur Verfügung stünden. Problem der Theorie. Erstens, warum hat nur ein geringer Anteil der Menschen Erinnerungen an vorige Leben? Wir werden ja wohl nicht alle einen neuen Astralkörper dauernd bekommen. Sondern scheinbar gibt es ja zumindest einige Astralkörper, die altes Wissen beinhalten.
Ja, betrachtet man die Fälle, wo Menschen Erinnerungen an vorige Leben haben, so fällt auf, dass diese meist sehr schmerzhafte oder emotionale Tode erlitten haben. Und oftmals gehen diese mit physiologischen Merkmalen, zum Beispiel Muttermalen, an der Stelle, wo Kugel im vorigen Leben eingedrungen ist, einher. Oder Verstümmelungen werden, ja, sag mal, ein Leben weiter vererbt. Eine These, die man dazu formulieren könnte, könnte lauten: Jeder Mensch hat Erinnerungen an vorige Leben. Diese sind jedoch hinter psychologischen Barrieren, die noch unbekannt sind, verborgen und können mittels Trigger, schmerzhaftes Erlebnis, Wiederkehrort des Ablebens und so weiter, wieder aktiviert werden. Das würde die These sozusagen dann bestätigen unter dieser Voraussetzung, unter dieser Annahme, und würde halt die praktischen Vorfälle erklären, warum Leute halt Wissen aus vorigen Zeitaltern und Epochen haben. Aber wir haben noch ein zweites Problem. Wie kann die Anzahl der Seelen immer ausreichend sein, wenn die Weltbevölkerung stetig zunimmt? Machen wir so klassisch Adam und Eva, ergibt zwar jetzt wenig Sinn aus wissenschaftlicher Sicht, hätten zwei Seelen gehabt und die ersten Menschen aber auch. Wo kommen die anderen denn her? Jetzt müssen wir überlegen, ist der Seelenpool, die Astralebene, sozusagen fix? So drängt sich die Frage auf, wie viele Seelen es gibt und wie die Reinkarnation verläuft, beziehungsweise was die Obergrenze an Höhlen ist, denn es wird ja dann theoretisch nur eine begrenzte Menge geben. Oder aber ist die Anzahl der Seelen variabel und somit unendlich, ein wortwörtlicher Infinity-Seelenpool, wobei dann die Frage nach dem Mechanismus der Seelengenerierung im Raum steht. Diese Frage kann natürlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Teil der Parapsychologie ist natürlich, da in die Richtung zu gehen, aber das ist ein sehr schwerer und langwieriger Prozess, vor allem solange die Parapsychologie, ja, ich sag mal, teilweise sogar grundvoll, aber auch teilweise eigentlich durch Vorurteile, wenn wir ehrlich sind, nicht als Wissenschaft anerkannt wird und ja, somit nicht die nötigen Fördergelder und Zugriffsmöglichkeiten erhält. Da eine Seele aus Erinnerung und Emotion besteht, muss sie eine Form von Energie sein. Mindestens von entropischer Energie, das ist ganz klar. Vielleicht gibt es, ähnlich dem Prozess einer chemischen Gleichgewichtsreaktion, also wo Produkte und Edukte, also Ausgangs- und Endstoffe sozusagen, immer wieder sich hin und her wandeln, also nie stetig und fester Wert ist, sondern immer wieder Hin- und Rückreaktion erfolgt. Und wenn ich ein Produkt wegnehme, dann tun sich mehr Edukte in das Produkt umwandeln. Und umgekehrt, nehme ich etwas vom Edukt weg, wandeln sich einige der Produkte zurück. Und dann hätten wir eine Art universelles Astralökosystem, bei dem sich die Energie als Summe von einem Edukt-Produkt-Gleichgewicht einstellt, wobei Edukte die freien Energien und die Produkte die Astralkörper darstellen und so immer die richtige Menge an Seelen zur Verfügung steht. Also wenn ich sage zum Beispiel, dass es ein Gleichgewicht gibt und jetzt sind auf der Astralebene zu wenig Astralkörper vorhanden. Das heißt, ich habe von der Produktseite welche entfernt, weil diese gerade benötigt werden in den Hüllen. Dann hätten wir auf der Produktseite ein energetisches Vakuum, das automatisch dazu führen würde, dass von der Eduktseite, von der freien Energie, sich Energie in diese Astralkörperform umwandeln würde, sodass sich wieder das Gleichgewicht einstellt, was automatisch zur Folge hat, dass wieder Astralkörper zur Verfügung stehen. Das ist allerdings nur eine These, eine sehr gewagte These, die ich jetzt hier auch nicht vor Publikum verteidigen wollen würde, sondern eher eine Art Denkansatz dafür. Jetzt kommen wir zu was Spannendem zum Ende noch. Und zwar nenne ich es mal, wie gesagt, das ist jetzt hier alles nicht aus der Literatur, sondern das sind alles nur Überlegungen und Zusammenführungen von kleinen Teilen. Wie sieht es denn aus mit Störungen der Seelenwanderung? Und nehmen wir erstens die Objektinkarnation. Grundlegendes Gedankenspiel von mir. Ein lebender Organismus ist aus physikalischer Sicht ein elektrochemisches System. Das ist anerkannt, das ist unbestritten, da kann man auch nichts dran rütteln. Dies sind jedoch auch einige unbelebte Körper, vor allem wenn diese Leiter wie Metalle, Salzkristalle bzw. Ionengitter wie Quarz das hat enthalten. Und Quarz ist hier ein super Beispiel, weil das ist ein mega Speichermedium, besser als jedes Metall, was wir haben. Wir wissen halt noch nicht, wie wir es nutzen können. Das bedeutet, steht hinter einer Reinkarnation ein physischer Prozess von Energieübertrag, so besteht die Möglichkeit, dass Seelen auch in Objekten gefangen bzw. reinkarnieren können.
Das heißt, wir könnten natürlich auch Seelenfallen basteln in dem Sinne und Geister fangen. Lass aber nochmal weiterspinnen. Wir bleiben jetzt erstmal hier bei Post- und Retrokognition. Also, wie sieht das aus? Wir beginnen mal in der Mitte. Wir haben hier den Menschen, wieder mal Startpunkt, beseelt von einem Astralkörper, verstirbt. Der Astralkörper wird frei und reinkarniert direkt oder meinetwegen auch über den Pool, das ist jetzt erstmal egal, dann in einen elektrochemisches System. Ich habe jetzt mal einfach das klassische Beispiel eine Puppe genommen. Die ist kein gutes elektrochemisches System, ist ein relativ schlechter Speicher. Aber nehmen wir es einfach mal an, weil es halt so ein bisschen der Klassiker ist. Es ist also eine Falschreinkarnation, eine gestörte Reinkarnation. Eigentlich sollte eine Hülle aufgesucht werden, aber fälschlicherweise wurde ein anderes elektrochemisches System, hier mein Beispiel eine Puppe, gewählt. Das heißt, ab jetzt haben wir keinen Menschen, der mehr einen Astralkörper mit Emotionen, Seelen und Erinnerung hat, sondern eine Puppe, die das hat. Und diese Puppe könnte dann entsprechend der fleischlichen Hülle, hier ist es dann halt nur eine materielle Hülle, anderer Art, ja, sich wie ein Mensch verhalten. Sie könnte Emotionen haben, Gefühle haben, Erinnerung haben und entsprechend auch einen Charakter entwickeln oder besitzen und diesen ausleben, wenn genug Energie vorhanden ist. Und die stirbt natürlich auf natürliche Weise, sagen wir mal, die wird meinetwegen verbrannt. Dann wird die Seele auch frei wieder, der Astralkörper, und kann erneut reinkarnieren. Das wäre eine logische Schlussfolgerung, wenn wir davon ausgehen, dass so ein Energieübertrag stattfindet. Und wäre auch eine Erklärung, warum es halt manchmal, ich sag mal, verfluchte Objekte gibt, die scheinbar irgendwelche Spukphänomene hervorrufen. Dann sind das in dem Sinne zwar Spukphänomene aus unserer Sicht, aber aus rein technischer Sicht sind es nur halt falsch reinkarnierte Astralkörper, die ja ihr Leben nicht so ausleben können, wie sie wollen, weil sie halt an einer unpassenden Hülle gebunden sind. So, ich übertreibe es ein bisschen, wie ein Parasit, der einen falschen Wirt aufgesucht hat, sich auch nicht komplett entwickeln kann. Okay, wird ein Astralkörper also in ein Objekt reinkarnieren, so werden die Emotionen und Erinnerungen in diesen gespeichert, hatten wir ja gerade. Und genau das ist das, was ja bei unintelligentem Spuk vermutet wird. Unintelligenter Spuk ist erstmal definiert als Wiedergabe von gespeicherten Erinnerungen und Emotionen. Originär hat man vermutet oder vermutet man, dass Emotionen und Erinnerungen, die Energie sein müssen, das ist klar, sich im Laufe der Zeit in Objekten ansammeln und dann als Spukphänomene wiedergegeben werden. Also sprich, bleiben wir als Beispiel bei der Puppe, die geht von Generation zu Generation und sammelt in der Zeit Emotionen und Erinnerungen auf und kriegt dadurch so eine Art eigene Entität, der als unintelligenter Spuk ist, also wo Sachen einfach wiedergegeben werden. Die bewegt sich dann jetzt nicht wie klassisch Annabelle oder sowas, sondern wäre in dem Fall wirklich nur eine Wiedergabe, wie jetzt, wenn man auf den Videorekorder Play drückt. Eine Fehlinkarnation würde genau diesen Tatbestand aber auch erfüllen. Also das wäre dann halt nur eine andere Variante. Das Ergebnis wäre das gleiche. Wäre vielleicht sogar intelligenter Spuk, das könnte auch sein. Aber de facto wäre erstmal grundsätzlich der Tatbestand erfüllt, dass Energie und Emotion in einem Gegenstand sozusagen sind. Okay, kommen wir zur zweiten Störung, auch sehr spannend. Die Mehrfachinkarnation müsste auch möglich sein. Und dann muss ich die Frage stellen, was würde passieren, wenn mehr als eine Seele in einen Körper reinkarniert? Weil wenn es ein physisch-chemischer Prozess ist und sozusagen ein Körper, eine Hülle, ein Vakuum an Energie darstellt und diese mittels Astralkörper gefüllt wird, wäre es denkbar, dass mehrere reinkarnieren. So wie man sich vorstellen würde, man hat ein leeres Gefäß und hat, ja ich sag mal, Trinkschläuche in den Vakuumerzeugnissen, die angesaugt werden, drumherum mehrere. Dann kann es sein, je nachdem wie die Schläuche beschaffen sind, dass nicht nur aus ein, sondern aus mehreren umliegenden Gefäßen, die die Schläuche mündern, Energie gesogen wird oder Wasser gesogen wird oder hier im Fall Astralenergie. Aber was wäre dann der Fall? Der betroffene Körper würde somit mit mehreren Erinnerungen und Emotionen gefüllt werden. Und das kennen wir. Das nennen wir nämlich multiple Persönlichkeit oder auch Schizophrenie. So, als Schema nochmal dargestellt. Der Mensch mit einem Astralkörper hier verstirbt, der wird frei, reinkarniert entweder sofort oder über diese Astralebene in den Menschen. Und nun passiert es aber, aufgrund dieses Prozesses, dass hier im Vakuum eine Energie herrscht,
oder meinetwegen auch Überschuss an Astralenergie, die sich nicht zurückverwandeln kann rechtzeitig, in einen Menschen reinkarniert, mehrere, zwei Stück. Natürlich wird er irgendwann versterben, dann wären auch die alle wieder frei. Oder vielleicht gibt es dann auch eine Art Mischung, aber wahrscheinlicher ist, dass dann mehrere frei werden. Das wäre dann Schizophrenie. Eine Hülle, die mehrere Astralkörper beinhaltet, wird auch mehrere Pools an Erinnerung und Emotion aufweisen. Und genau das ist das, was wir bei Schizophrenie beobachten. Und das Problem ist, Schizophrenie ist wissenschaftlich nicht erklärbar. Wir haben Ansätze, wir haben, ich sage mal, Behelfsstrukturen, damit wir sie verstehen und behandeln können, aber de facto ist sie eigentlich ein Phänomen. Und bei Schizophrenie teilen sich tatsächlich mehrere Persönlichkeiten einen Körper. Ob wir jetzt Persönlichkeiten nennen, wie die Medizin oder Astralkörper. Im Endeffekt bleibt es erstmal dasselbe. Solange es im Menschen drin ist, wird beides gleich behandelt und gleich betrachtet werden. Erst nach der Frage, was passiert nach dem Tod, dann wäre die Persönlichkeit gelöscht in dem Sinne aus medizinischer Sicht, aus Sicht von der Post- oder Retrokognition, hier in dem Sinne vom Astralkörper, werde der nur wieder frei werden, als Energie und zur Verfügung stehen. Und das Krasse ist ja, diese Persönlichkeiten oder Astralkörper können komplett verschieden sein. Und es gibt tatsächlich haufenweise Fälle, wo diese unterschiedliche Sprachen und Schriftstile aufweisen und der Betroffene nichts davon weiß. Der ist halt ja, Person A zu einer Zeit und Person B zu einer anderen Zeit und komplett verschiedene Sprachen, die wissen nichts voneinander. Und Reinkarnation wäre hier eine plausible Erklärung hierfür. Und eigentlich sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, weil ich ja im Herzen auch der Wissenschaftler nach wie vor bin, die bessere als die Medizin, die momentan zur Verfügung hat, die einfach sagt, ja okay, dann sind irgendwelche Areale im Gehirn abgetrennt und es bildet sich persönlich dann noch ein Charakter ab. Schwer, da fehlt halt sehr, sehr viel. Also ist beides zumindest auf die gleiche Ebene zu stellen. Ja, und das sind, um das zusammenzufassen, drei mögliche theoretische Ansätze, um Post- und Retrokognition zu erklären und teilweise auch um ASW im Allgemeinen, also die ausländische Wahrnehmung zu klären, mit denen wir uns dann in den mindestens zwei nächsten Videos tiefer befassen, und zwar die direkte ausländische Wahrnehmung, wo halt ja die erhaltenen Informationen zur selben Zeit entstehen. Senderempfänger sind halt zur selben Zeit. Hier Post-Retrokognition heißt ja Sender Vergangenheit, Empfänger Gegenwart. Und natürlich dann, wenn wir sie dann haben, die Präkognition als übernächstes Video höchstwahrscheinlich, wo dann das Gentest, da ist der Sender in der Zukunft und der Empfänger in der Gegenwart, also wird zukünftiges Wissen generiert. Und das schauen wir uns, wie gesagt, die nächsten Mal an. Ich hoffe, es war spannend. Ich weiß, es war kompliziert. Wie gesagt, die Theorievideos werden auch tendenziell immer komplizierter werden, weil wir immer tiefer in die Materie gehen. Aber ich hoffe, es war trotzdem interessant und ihr versteht auch die Wichtigkeit, dass man hier wirklich mit wissenschaftlichem Maßstab rangehen muss, um mal eine Lösung für diese Phänomene zu finden. Es ist nicht ausreichend zu sagen, wow, die gibt es, das ist spannend, das mag sein, das ist schön, aber wir müssen irgendwann dahin kommen, sie zu verstehen. Und der wichtigste Weg ist, hierbei Theorien und Thesen aufzustellen, die möglichst nah an der Praxis sind, aber gleichzeitig wissenschaftliche Grundzüge natürlich erfüllen und die dann immer wieder zu überprüfen. Und mit diesen Schlussworten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, lasst ein Like da, das wäre ganz toll, abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu seid, und dann bis zum nächsten Mal und tschüss!